war schon viel Schönes bei. Ah. Hallo zusammen, ich bin der Peter Dietzel, das ist der Peter Stapfer und das ist der D-Moll. Peter, meine erste Frage ist, warum D-Moll? Ja, es hätte wieder was Deutsches sein sollen. Wir haben schon so viele deutsche Sachen gehabt und wir machen uns da fast schon einen Spaß draus. Und dann wollten wir auch mal das D isolieren vom Schriftzug. Also eigentlich. Drum dieses Zeichen. Die Frontplatte ist ja von dir, das sagen. Ja, genau. Die habe ich und keiner wollte sie wegen den Wasserzeichen, aber wir haben es dann trotzdem so gelassen. Und wie gesagt, wir haben dann das D mal rausgerissen aus dem Schriftzug. Und dann war die Frage, ursprünglich war es nämlich D-Dur. Und dann hast du gesagt, das ist ein Metal-M, das ist D-Moll. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir D-Moll. Und seitdem ist es der D-Moll. Das war zu einer Zeit, wann haben wir den fertig gehabt? Ja, wie lange läuft der jetzt? 4 Jahre? 4 Jahre, ja. Warum braucht man den Amp? Wir wollten mehrere Sachen machen. Wir wollten einfach Ablöser zum Einsteigen. Ablösen, ja. Mit mehr Features, MIDI. Mehr Features, ja genau, MIDI und quasi diese... Sieht aus wie der kleine Bruder vom Herbert. Midcard wollten viele unbedingt in einem kleineren Amp, auch was das Gehäusemaße angeht. Also tatsächlich das Gewicht ist durch die kleinere Endstufe, da ist eine 100 Watt Endstufe, ist natürlich nicht mehr ganz so schwer wie der Herbert. Herbert hat schon... Dann sehe ich hier, hat er drei Kanäle, aber zwei Klangregelungen. Es ist ein bisschen abgespeckt. Er hat 2 Master dafür, ne? Und halt unsere übliche Endstufenpräsenz- und Tiefenregelung. Die ganzen Schalter sind MIDI abspeicherbar. Das heißt, ich kann es wieder über den genau, wir haben wieder MIDI, normale MIDI-Anschluss oder Columbus mit XLR oder auch die FS7HE. Genau, den habe ich gleich mal da liegen. Also da gibt es einen einfachen Fußschalter. Das ist der gleiche, den man auch für den Herbert verwenden kann. Und hat wieder die üblichen Features mit den 3 Kanälen hier zum Schalten. Genau. Den Mid-Cut zum Ein- und Ausschalten, den Master 2, die Loop und zum Stummschalten noch die Mute-Taste. Dann sollen wir mal irgendwie... Mach doch mal clean mit der Paula. Den Kanal kann man anzerren, der grüne Kanal. Ist schon ein ordentlicher Crunch. Willst du noch mal Tele? Ja, klar. Mute raus. Ich geh mal auf den Hals-Pickup. Jetzt mal im Game zurück ein bisschen. Sollen wir mal die Strat nehmen? Ja. Gehen wir mal auf den Clean zurück.
Cool, also der ist jetzt fast ultra clean. Mhm. Jetzt mal auf den zweiten, dass wir mal den Übergang sehen vom Gain her. Ja, und da wären wir jetzt vielleicht sogar in der Abteilung mit Cutschern drin. Und da könnten wir dann mal der Porry Smith mal ein bisschen. Jetzt sind wir wieder in der Abteilung Drop Cis. Spielt man Akkordbäder und lassen stehen und den Unterschied hören? Danke. Wo ist da die Resonanzfrequenz? Die Center. Frequenz. Center Frequency. Ja, die Center Frequency. Bei 400 Hertz. Bei 400 und dann geht besser gesagt bei 435. Quasi dann geht er immer weiter auseinander. Mhm. Je weiter breitbandig. Genau. Mhm. Jetzt waren wir bei 2. 3 ist es Lead oder ist es ein anderer Rhythmus? Das ist wieder Lead-Kanal. Also wieder auch mit Mitten unterfüttert. Also ein bisschen mehr Gain wie der zweite und hat dann also mehr Mitten im Gain-Bereich für die Single Notes. Okay. Mach mal rein. Ja, also der kann alles, was die anderen auch können. Man kann sich alles zurechtdrehen, wie man will. Kleineres Format, aber ist eigentlich der gleiche hochwertige Amp wie die anderen. Der kleine Bruder vom Herbert. Der kleine Bruder vom Herbert, genau. Fantastisches Gerät. Es sind 4 KD77 drin und 6 12 AX7, AX7B. Uh-huh. Loop haben wir erklärt. Serial Loop, Parallel Loop, Switchable Loop. Wie immer. Dann 5 Lautsprecherbuchsen. Ja. Die Röhrenabschaltsicherungen sind hinten noch dran. Paarweise. Mhm. MIDI hat er und eben unsere XLR-Verbindung für MIDI und die schon beschriebenen Fußschalter. Dann sind wir durch. So weit, dass wir da die Leute gerne zum Testen auffordern. Ja. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Uns kann man weiterhin verfolgen oder mal besuchen auf unserer Webseite www.dietzelamplification.com. Da gibt es auch E-Mail-Adressen, Support-Adresse. Da kann man, dann könnt ihr gerne auch eure speziellen Fragen, gibt ja immer Sonderwünsche oder Sonderfragen oder so, die können wir alle dann zeitnah beantworten. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen und Zuhören und bis bald mal.
Mm-hmm.